Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Squad Building Challenges. Ja, es ist Samstag und aufgrund dessen, dass ich immer noch krank bin und immer noch nicht in der Lage bin, richtig Videos zu machen, gibt es auch heute wieder ein kurzes Video und zwar eine Squad Building Challenge bzw. Squad Building Challenges und zwar vier an der Zahl zur aktuellen Top-Partien-Challenge an diesem Wochenende, unter anderem mit den Topspielen England Man United gegen den FC Chelsea, die eine richtig schöne Spitze rausgehauen haben gegen United. Dazu haben wir die Rangers gegen Celtic, also das schottische Klassiko, beziehungsweise das ultimative Klassiko eigentlich ja fast schon. Dann haben wir noch, gucken wir mal ganz kurz nach, Genua, Sampdoria gegen den FC und wir haben LA Galaxy gegen die Portland Timbers, das heißt das West Coast Duell sozusagen in der MLS. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da checkt die Links in der Beschreibung aus zu IG Vault. 6% Rabatt, wenn ihr Comax Gaming TV auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben. Und wenn ihr euch fragt, Max, warum redest du so langsam? Meine Nase lässt nicht mehr zu. Ich will mich nicht komplett kaputt anhören und dementsprechend ein bisschen langsamer heute. Merchandise auch in der Videobeschreibung und selbstverständlich auch meine Social Media Links, Instagram und Twitter. Checkt die auf jeden Fall aus und abonniert diesen Kanal kostenlos, wenn ihr es noch nicht getan habt, um nichts mehr zu verpassen. So, die aktuellen Challenges bringen uns einmal ein Jumbo Premium Gold Set, dazu ein Premium Gold Spieler Set. Ein Jumbo Premium Silber Spieler Set nehme ich mal stark an. Nicht mal Spieler-Set, sondern nur Jumbo Premium Silber-Set und ein Premium Silber-Spieler-Set. Ja, ganz, ganz komische Geschichte auf jeden Fall. Aber die Challenges sind wie immer nicht schwierig und deswegen zeige ich euch meinen Weg, es zu lösen. Hier brauchen wir einen Spieler von Genua und einen Spieler von Sampdoria. Das ist ja beides Genua, also einmal FC und einmal Sampdoria. Da haben wir Dennis Pratt und hier haben wir Isco, heißt er, glaube ich. Ja, nee, Isso nur. Isso in der Innenverteidigung, Sorrentino im Tor, das heißt hier der Strongling zum Italiener mit Kuzmanovic. Verlinken wir zu irgendeiner Nation. Ein Perfect Link und dann haben wir das Ganze schon geklärt. Sehr, sehr easy, weil wir brauchen nur mindestens 76er Bewertung, 95 Chemie und 3 seltene Spieler, 4 Nationalitäten. Das ist alles gar kein Thema und dafür gibt es ein Jumbo Premium Gold Set. 15k Set lohnt sich also dementsprechend, würde ich mal so behaupten, kann man definitiv so machen und dementsprechend senden wir das Ganze ab und haben die erste Teil-Challenge schon mal abgeschlossen. Celtic gegen Rangers, die Spieler sollte man im Verein haben, aber hier ist die einzige Voraussetzung, dass man Spieler von den Rangers und von Celtic hat, 6 Spieler aus der gleichen Liga und 2 Schotten, haben wir hier ganz, ganz easy abgeschlossen. Das Ganze mit 85 Teamchemie, wie wir da haben, muss auch nicht sonderlich schwierig. Aber einfach hier 3 Polen. Ich muss mal einen polnischen zentralen Mittelfeldspieler kaufen, fällt mir gerade auf. Für die letzte Challenge dazu hier noch 3 Franzosen. Also, das ist wirklich, da ist keine Schwierigkeit drin. Das verstehe ich in gewisser Weise auch nicht, aber ich beschwere mich nicht, dass ihr eben quasi dieses Set schenkt, beziehungsweise diese Teil-Challenge, weil es halt wirklich nichts Schwieriges dabei. Aber egal, wir senden es ab. Und dann kommen wir zur dritten Challenge und das ist LA Galaxy gegen Portland. Hier, wie gesagt, brauche ich noch den polnischen Spieler, den ich gerade hier noch drin hatte. Einfach nochmal zum zweiten Mal, aber ich denke, das sollte kein Problem sein, den eben zu kaufen, beziehungsweise irgendeinen zu kaufen. Denn die sind absolut billig und werden dir komplett hinterhergeschmissen, normalerweise zumindest. Aha, momentan gerade ein bisschen teurer. Ne, hier haben wir einen für 200 Münzen und dann dürfte das trotzdem jetzt aufgehen von der Chemie her, oder? Ich hoffe es mal. Ich hoffe, dass ich nicht nur einen speziellen brauchte. Nein, passt, weil 85 Chemie wieder. Wir brauchen einen Spieler von Portland und LA. Das heißt, nicht mal von beiden Teams, sondern von einem der beiden Teams und dürfen maximal 5 Spieler mit derselben Nationalität haben. Ist also gar keine Challenge. Fernando Adi im letzten Video gezogen. Wer es nicht gesehen hat, checkt es ab. Da hatten wir auch interessante Packs. 10 an der Zahl, unter anderem Prime Gold Spieler, was wir heute uns auch wieder erschwitzen werden. Und 50k Set. Mal sehen, was mal rumgekommen ist. Habe ich vielleicht genauso wie Schlappi was richtig Geiles gezogen. Checkt Schlappis Video zu den Foot Champions Rewards ab. Wer das noch nicht gesehen hat, mal Cross-Promo, auch wenn das absolut nichts bringt, weil sowieso jeder hier Schlappi kennen sollte. Brownie Day ist dann der Link dazu, haben wir hier noch einen Nigerianer und zwar Hassan, genau, Rechtsverteidiger von Midjiland. Dann haben wir hier ein bisschen Panathinaikos einfach reingeworfen zu Olympiakos und dann ein bisschen, polnische Liga, wie ihr gerade gesehen habt. Ist alles keine Challenge eigentlich und dafür gibt es ein Silber-Set, auch das ist wieder relativ lächerlich. Jetzt kommen wir aber zu der schwierigeren Challenge, beziehungsweise zu der schwierigsten Challenge in diesem Bunch und zwar der United und Chelsea Challenge. Auch die ist wieder nicht so schwierig. Teamchemie mindestens 90, Team Gesamtwertung mindestens 79 und maximal 4 Spieler aus der Premier League dazu. 4 seltene Spieler und ja, also sehen wir hier, ist auch nicht unbedingt schwierig jetzt mit Gourcuff, Mukanjo und der Preville. Ich will mal ganz kurz nachgucken, ob wir eventuell dann anderen nutzen können als Mukanjo, der eventuell nicht selten ist. Briand zum Beispiel oder Catcure vom Phone. Das geht auch. Das ist wunderbar, weil dann packe ich da mal den Kollegen Sigthorsson hin anstelle dessen.
weil der ist ein bisschen weniger selten bzw. günstiger als Mukanjo. Meine Nase läuft übrigens, verzeiht mir, ich will jetzt aber gerade nicht meine Nase putzen. Ja, genau, Bernardo Silva, 750 Münzen kostet der, hat sowieso rote Karte mit mir, das heißt, den kann ich gleich einfach mal neu kaufen. Das passt, oder ich ziehe ihn, das wäre zumindest vom 82er Rating her in dem Prime Goldspieler-Set angebracht, beziehungsweise, ja, irgendwie typisch für mich, sind die noch in die BVA gegangen, aber ja, auch das wieder irgendwie, weiß ich nicht, keine wirkliche Challenge, finde ich jetzt so. Und dafür gibt es halt ein Jumbo Premium Goldspieler-Set. Oh Gott, guck mal, ich kann nicht mehr lesen, ich kann nicht mehr denken, ich kann gar nichts mehr heute. Aber naja, ist, denke ich mal, relativ easy, ist da relativ cool. Und damit haben wir die Top-Partien-Challenge abgeschlossen. Prime Goldspieler-Set und 1000 Münzen gibt es dafür. Das heißt, ich habe meinen ganzen Einsatz allein durch die 1000 Münzen für diese Challenge wieder rausbekommen und dafür 5 Sets umsonst. Und, also was heißt umsonst? Natürlich hätte ich die Spiele auch discarden können, aber da sind mir die Challenges und die theoretische Chance, die sowieso nicht in die Tat umgesetzt wird, dass ich was Gutes ziehe, doch lieber. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie euer Packlack in den letzten Wochen aussieht. Letzte Episode habe ich gefragt, wie euer Packlack in diesen Sets zu der Squad-Building-Challenge aussah. Jetzt würde ich ganz gerne mal wissen, wie euer Packlack momentan allgemein aussieht. Habt ihr in den letzten Monaten irgendwas Gutes gezogen? Weil ich habe momentan einfach überhaupt kein Glück. Das ist bei mir richtig schrecklich momentan. Ich ziehe nichts. Egal was für Sets, egal wann ich die Sets ziehe, egal wie ich die Sets ziehe, ich ziehe nichts. Und das ist echt hart belastend. Ich weiß übrigens nicht, warum mein anderes Leben momentan so teuer ist. Aber schön, dass ich wenigstens den günstigsten bekommen habe. Den packe ich ganz kurz ins Team. Und dann kommen wir hoffentlich noch unter der 10-Minuten-Marke hier zu den 5 Packs, aber das sollte gut funktionieren. Das ist übrigens mein Cavani-Team, das solltet ihr kennen aus der Club-Tour zum März-Team-Tour. Ich glaube trotzdem, das Team kennt ihr, ich weiß es aber gerade nicht. Ansonsten werdet ihr es demnächst kennenlernen, da werde ich mein Feedback zugeben. Und ich habe ein neues Niemals-Allein-Team. Das ist auch sehr interessant, das habe ich auf Twitter geschrieben. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt, was ihr davon halten werdet. Werdet ihr in den nächsten Videos irgendwann sehen. Irgendwann Mitte März oder so kommt mal wieder ein Update dazu. Wenn auch von Champions einmal halbwegs vorbei ist. Momentan stehe ich 8-9 übrigens. Durch ganz bittere Niederlagen. Es lohnt sich auf Twitter zu folgen. Dann wisst ihr nämlich immer, was passiert ist. Beziehungsweise warum es passiert ist und so. Kubo ziehen wir hier von Gent, die ja gestern mal so richtig hochgenommen wurden. Also für mich noch gestern. Für mich auch vorgestern schon. Und für euch ja auch vorgestern. Dementsprechend in der Europa League. Nehmen wir alles mit. Jimenez, Rechtsverteidiger aus der MLS. Kann man gut gebrauchen. Schönes Trikot an sich, aber brauchen wir nicht. Ja. So, Jumbo Premium Gold Set, Premium Silberspieler Set einfach mal als nächstes. Oh, meine Nase, ey, das ist schlimm, oder? Ich habe mich richtig beschissen dann, glaube ich. Aber egal. Schottischer Innenverteidiger von Ipswich Town, Barra. Ist jetzt nicht sonderlich gut, aber vielleicht auch irgendwann mal nützlich für eine Squad Building Challenge. Dann haben wir noch Rocha, dann haben wir Heise. Wir haben Seneli aus dem Kosovo. Und wir haben natürlich mal wieder einen Bronze-seltenen Spieler in den seltenen Spielern dabei. Ich kenne es mittlerweile nicht mehr. Das ist nicht mal in den Silberspieler Sets, habe ich ausreichend Glück. Naja, egal. Jumbo Premium Gold Set, 7,5K Set. Haben wir ein seltenes Spiel. Oh, sogar zwei. Oh, sogar zwei. Wahnsinn. Und zwar Bertolacci. Nee, Bonaventure. Oh. Ohohoho. 83er Rating. Also. Hoho. Und Fernandao. Bonaventura dürfte für nichts gehen, aber ich finde es sehr geil, dass er zentraler Mittelfeldspieler ist. Es geht sogar für was. Wie kommt es denn, dass der zentrale Mittelfeldspieler ist? Haben gerade übrigens unglaublich kontrovers und unglaublich bitter verloren gegen Juve. Solltet ihr euch, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall mal anschauen. Der Elfmeter in der 90. war nämlich lächerlich. Absolut lächerlich und war auf keinen Fall einer. Und die Ball hatten dann verwandelt. Sehr, sehr bitter für Milan. So, Jumbo, Premium Goldspieler Set. Kein Leck, das heißt auch keine dicke Sternschnuppe. Nein, es wird Fajer. 82er Rating? 81er Rating. Ist aber in Ordnung, habe ich glaube ich auch schon im Feind. Das heißt, den kann ich zumindest mal discarden. Nein, habe ich sogar nicht. Baselli habe ich auch schon. Ja. Wimmer, Lindelöf. Delaney packe ich auf der Transferliste wegen St. Patrick's Day. Rest discarden jetzt. 2000 Münzen und damit haben wir Profit gewonnen aus der Squad Building Challenge. Und haben noch eine Minute für das Prime Goldspieler Set. So, ich bin gespannt. Drückt mir die Daumen. Ich erwarte nichts. Und ich werde mit nichts belohnt. Oder vielleicht mit einer dickeren Sternschnuppe. Nein. Überlegt mal, das beste Set war das 7,5K-Set. Das ist doch einfach lächerlich. Das ist doch wirklich einfach lächerlich. Wie kann man denn so beschissene Packs machen? Das ist doch... Also wirklich jetzt mal. Ich verstehe EA da nicht. Ich verstehe sie wirklich nicht. Das sind Prime-Goldspieler-Sets. Und ich habe nicht einmal bisher in den Squad-Building-Challenges eine dickere Sternschnuppe dann gezogen. Ich weiß schon, warum ich kein Geld mehr in dieses Spiel investiere. Aber wenn ihr es tun wollt und mehr Glück habt, dann gönne ich euch das natürlich. Dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben und bei IG Vault vorbeischauen, wenn ihr noch mich unterstützen möchtet und ja, selber noch Coins oder Points oder sonst was braucht für das aktuelle Team of the Week oder die Man of the Matches. Ich verabschiede mich.
kurz vor der 10-Minuten-Marke von diesem Video. Aber jetzt gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch, passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.